Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Traceable 2 Video hier wieder auf der Tease Valley Line. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute kümmern wir uns um das Rangierstahlwerk Szenario 4 von 5 Schwierigkeit. 8650 Punkte für die Goldmedaille in der British Rail Class 08 BLU. Ja, Lotsenhilfe in Lecken bei Steelworks. Rangieren Sie Stahlwagen auf die richtigen Nebengleise und bereiten Sie sie für den Frachtbetrieb vor. Heißt, es wird höchstwahrscheinlich eine komplette Rangierfahrt. Wir schreiben den 4.4.2020. Es ist 12 Uhr und wir befinden uns am Lecken bei Stahlfabrik. Ja, wie gesagt, komplette Rangierdings 8600. Ich hab's vergessen. 8650? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal einfach mal 8800. Sicher. Schön dichten Nebel. Willkommen im Lecken bei Steelworks. Hier wird geschmolzener Stahl zu Stahlfabriken, Stahlspulen und Stahlträgern geformt. Heute haben sie Rang. Heute haben sie Rangierdienst und werden sowohl leere als auch beladene Stahlwagen auf die Rasternebengleise fahren. Schalten Sie erstmal die Class 08 vor Ihnen an. Da kommen wir wieder in den. Ja. In das rein akzentieren. Da wir jetzt hier drin sind, werden wir auch keine. Und da wir auch nur am Rangieren sind, machen wir nicht die DSD oder die AWS an. Sondern rangieren einfach ganz gechillt hier rum. Wir machen den Hauptgriffschalter auf Start, bis der. Auf Start, bis der Motor läuft. Dann den Hauptgriffschalter auf ein. Dann warten wir, bis der Hauptbehälter geladen ist. Dann lösen wir die Handbremse vollständig. Dann nehmen wir die Lokbremse auf volle Leistung. Wir sind kurz vor Level 2. Dann legen wir die Zugbremse. Nein, wir legen die Zugbremse an. Machen Richtungswende auf rückwärts. Lösen die Lokbremse. Und machen den Leistungsregler an. Da sind ein paar Wagen. Wir rangieren uns mal so ein bisschen fröhlich im Verkehr, würde ich sagen. Mal ein entspannteres Ding, jetzt nicht so viel mit. Oh, gut, das ist eigentlich. Bisher ist es eigentlich immer relativ entspannt gewesen hier. Spannend, also. Auf Raster, Nebengleis 4 warten leere Stahlwagen. Sammeln Sie die auf und liefern Sie sie beim Beam Mill Nebengleis ab, damit sie später beladen werden können. Jetzt bin ich wieder auf Kilometer, weil ich gerade eben. So, wieder auf Imperial. Ja, dann halten wir jetzt bei Lecker bei Raster östlicher Nebengleiseinfahrt. Das passt alles, dann halten wir hier vorne und dann fahren wir hier und welche nehmen wir welche mit. Wobei bisher ja eigentlich hier auf der Tees Valley Line zu fahren immer entspannt war. Allerdings sind wir ja noch nicht mit dem gefahren, wo ich mir sehr sicher bin, mit der British Rail Class 101, mit dem, was war das nochmal, diese elektrischen Triebwagen, bei dem wir schalten müssen. Also spätestens wenn es dann dorthin geht, dann wird es katastrophal. Sag ich wie es ist, spätestens ab dann werden wir Probleme haben, oder werde ich Probleme haben. Dann wird es auch schweißtreibender, als ob wir auf einer deutschen Strecke wären, mit PZB und SIFA und whatever. Ja,
hätte ich jetzt, wobei haben wir hier eine, nee, doch, hätte ich jetzt noch ein, wäre der Tier jetzt kalt, also hätte ich noch ein Tier und der wäre kalt, könnte ich den jetzt hier auf den Heizplatz stellen. Also was ich nice fände, wenn halt irgendwo hier in der Übersicht oder vielleicht hier im Nachrichtenlog ganz am Anfang oder so, wenn da stehen würde, wie viele Medaillen man, wie viele Punkte man wollte für die Medaille. Aber man kann das ja auch prinzipiell merken, wenn man sich wieder vergisst. Nachdem ich es vorgelesen habe, habe ich es wieder vergessen gehabt. Kommt davon, wenn man danach dann nochmal die Beschreibung so ein bisschen nachkommt. An diesem Video werden wir sehr viel rangieren, so zur Abwechslung, das ist ja auch ganz gut. Abwechslung muss ja auch sein. Oh, wir sind Level 2 in der Class 08. Nice. Leistungsträger ja auch ausmachen. Also vielleicht hätte er da Weiche halten können. Oh Gott, jetzt werde ich hier wieder angerufen und irgendwie komme ich nicht zum Bremsen. Jetzt komme ich zum Bremsen. Warum komme ich jetzt zum Bremsen? Warum konnte ich vorher nicht bremsen? Komisch. Das war jetzt in der Tat komisch. Eigentlich habe ich rechtzeitig angefangen zu bremsen, aber irgendwie passiert nix. Jetzt aber 500 Punkte, sauber. Auf den Lecken bei Raster Nebengleisen gibt es manuelle Weichen. Überprüfen Sie, ob diese richtig eingestellt sind, bevor Sie weiterfahren. Die ist natürlich nicht richtig eingestellt. Ach komm, wir spielen das Ganze mal mit. Und steigen auch wirklich immer wieder aus und ein. Auch wenn wir das prinzipiell über das neue System machen könnten. Aber wahrscheinlich noch häufiger mal wieder rausspringen müssen, lassen wir die Tür einfach mal auf. Noch mehr zu umzustellen, alles klar. Gehen wir auch rüber. Und stellen noch diese Weiche um. Ist das denn überhaupt richtig? Wir sind jetzt hier, wir haben es umgestellt hier rauf. Und wo sollen wir hin? Scheinbar sollen wir dann ja hier hin, ne? Ja, wo sollen wir jetzt hier halten? Okay, dann sind wir ja richtig. Oh, wieder was Camp gedrückt. Steigen wir ein und dann halten wir dort bei der Gleis Nummer 4. Gleis Nummer 4. Oh, hier ist man natürlich auf Escape.
steigen wir ein. Türen können wir nicht auflassen. Dann lösen wir die Bremsen. Und halten dann auf Leckenbein Number 4. Es wird auch im Fahrplanmodus einige Szenarien geben, wo man rangiert hier auf der East Valley Line. Da werden wir dann halt auch mit den ganzen, werden wir das Ganze auch erleben können im Sommer, im Winter auch und so weiter. Das ist wahrscheinlich zu allen Jahreszeiten, werden wir es erleben, wieder plus 5 Punkte. Wunderbar. Kuppeln Sie jetzt an diese Wagen an und fahren Sie, bis die Lokomotive die Waggons berührt. Dann Sie dann runter und verbinden Sie die Kupplungen manuell miteinander. Alles klar. Rechts fährt noch eine Class 101. Rollen wir mal langsam an. Koppeln die leeren Stahlwagen an. Haben wir jetzt dran, aber zu doll dran. Das reicht. Reißrohr tatsächlich. Dann an einem Ort halten Lecken bei Beam-Milton Nebengleise. Das wäre da drüben. Sprich, wir fahren wieder denselben Weg, den wir gekommen sind, zurück. Mehr oder weniger. Und legen dann hier vorne an die Gleise um. Wobei, das ist ja schon. Ist das schon. Ist aber schon umgestellt, die Weiche hier. Heißt, wir müssen gleich nur noch hier vorne diese Weiche umändern. Oh, schon wieder auf die falsche Seite. Also, Richtungswender auf rückwärts. Bremse lösen. Gelöst ist, dass der Bremsdruck auch komplett unten ist. Und dann fahren wir wieder über die Weiche von vorhin. Entfernen wir uns noch mal kurz da von dem Ort, aber
Aber auch keine andere Alternative, ne? Um dahin zu kommen. Gut, prinzipiell schon, aber. Vielleicht, aber. Okay, vielleicht doch nicht, aber ja. Ich drücke immer auf Escape, ich weiß nicht warum. Das ist einfach irgendwie so drin. Was nice wäre, beispielsweise, ihr seht jetzt hier gerade den Punkt, ne? Den Field of View Mittelpunkt quasi. Es wäre nice, wenn der weggeht, wenn man etwas länger steht. So, weiß ich nicht, beispielsweise bei Bus in Mathe 18, das ist ja so der Punkt. Ist zwar auch da, wenn man sich bewegt, aber wenn man dann 2 Sekunden oder so nicht sich bewegt, dann geht der Punkt weg. Wäre schon nice, dass man nicht immer auf rechte Maus hat muss. Und aufs Hand. Boah, das Hand komplett ausschalten muss. Einige Waggons hinten dran, ne? Das ist die Frage, wo wir halten können oder müssen. Weil wir können es ja ungefähr sehen. Hier vorne haben wir die Weiche, die eine. Wobei die eine müssen wir uns ja hier hinsetzen wegen der anderen Weiche. Wir sind schon einen Kilometer vorbei. Ich wollte sogar ungefähr hier halten. Steigen wir mal runter und schellen die Weiche um. Puh, mussten wir jetzt ordentlich laufen, aber doch ein bisschen weit sind. Gucken wir mal nochmal drauf. Wir sind jetzt hier, die Weiche ist umgestellt. Hier geht es geradeaus weiter und dann sind wir sogar schon auf dem richtigen Gleis. Diese Weiche ist umgestellt, diese ist noch nicht umgestellt. Dann stellen wir sie mal einfach so manuell um. Die ist richtig, dann können wir dann ja dahin und dann sehen wir uns wieder, wenn wir hier drin sind im Wagen. In der Class 08. Dann lehnen wir die Leiter wieder hoch. Richtung uns wieder auf vorwärts. Bremsen falsche Richtung. Ich wollte die Bremsen lösen und nicht wieder weiter anlegen. Aber bis der Bremsdruck sich komplett verringert hat. Und dann wollen wir mal los zu Leckenweiß Beam zu den Nebengleisen. Haben wir noch ein Stückchen, bis wir dort sind, sind werden. Wahrscheinlich gibt es hier bei der Lok nichts zum komplett entkuppeln, oder? Hier sind der, oh, welche BR waren da nochmal? BR 383? Das ist ein rangierter Lok. Ich habe aber keine Ahnung. Dann den Vakuumsisolationsschalter. Exhaust Isolation Switch. Und den R, okay, den Bremswahlschalter, Luft. Da werden wir es einfach hier nochmal ein bisschen umschauen. Aber noch ein Stückchen, bis wir dort sind. Aber ich finde vom Konzept der so als Rangierlok ist halt schon nice. Man kann halt hier sitzen, man kann dort sitzen. Wo man besser sieht, man hat alle Hebel quasi, die man braucht.
auf beiden Seiten. Gut, bis auf jetzt hier die Instrumentenbeleuchtung, aber gut. Die macht man jetzt auch nicht immer an und aus. Oh. Haben wir hier schönes. Nicht so, womit wir wirklich anfangen können. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie wir quasi wieder Zug, wie das Gespann und so weiter. Könnten zwar noch ein bisschen schneller und so. Vielleicht sollten wir das sogar. Sagen wir, nicht zu schnell unterwegs sind. Ist ja halb so wild. Und irgendwann wollen wir dort ja auch ankommen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu rangieren. Wir haben auch sogar volle Sachen zu rangieren. Wahrscheinlich werden wir gleich, wenn wir hier vorne noch welche sehen, wahrscheinlich nehmen wir die jetzt gleich mit und packen sie hier hin oder so. Werden wir dann ja gleich sehen. Aber kann ich mir vorstellen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Muss 700 Yards, muss man dort halten können. Ich denke, wir werden auch weiter, also prinzipiell können wir natürlich auch früher halten, so bis wir halt quasi, bis halt der hinterste Waggon da an dem Zielpunkt ist, aber wir halten einfach da mit der Lok. Ist sonst halt auch. Haben wir hier noch irgendwie einen Übergang? Nee. Interessant, dass es hier nur die Perspektive gibt, die und die. Gut. Aber ergibt auch irgendwie Sinn, wenn man sich halt beim anderen ja auch hinsetzen kann. Von daher könnte man sich auch dort hinsetzen und alles steuern. Ich glaube, das machen wir sogar, weil wir jetzt hier mehr sehen. Sieht halt schon nice aus. Auch Rangierfahrten sind cool. Und vor allem so abwechslungsmäßig passt das dann auch wieder sehr gut rein. Der Betonmischer oder einer zumindest. Sind wir hier mehr? Aber wir sollen auch schon gehen, was wir dort sind.
Und die hier sind voll beladen. Das heißt, wir nehmen die wahrscheinlich halt wirklich mit. Was natürlich auch Sinn ergibt. Die müssen ja schließlich auch weg. Wahrscheinlich haben wir dort drüben auch noch welche, die voll sind. Was man jetzt natürlich nicht so ganz sieht. Doch, da sind welche, die voll sind. Wahrscheinlich koppeln wir dann diese hier gleich da drüben mit an. Und erstellen quasi einen Zug für den nächsten Kollegen. Wie das Ganze denn fahren darf, dann kuppeln wir die mal ab. Können ja auch rausspringen, tun wir sowieso, wenn wir damit eh drüber gehen. Auf die Stufen stellen und dann abkuppeln. Zwar für die Punkte bekommen wir beladene Stahlwagen, warten am angrenzenden Nebengleis. Rangieren Sie dieser zum Raster Nebengleis 3. Haben wir sie später in Betrieb genommen werden können. Genauso wie ich es gerade eben vermutet habe. Machen wir es auch jetzt. Sprich, wir nehmen jetzt diese mit. Weil über das, über die Weiche fahren wir zurück und packen die dann. Hier war glaube ich. Wo war mit 4 nochmal? 4 war. Die 4 war nicht hier. War jetzt einfach nur schon wieder umgestellt. Ah ne, die 4 war hier. Hier war ja die 4. Die 4 war hier, dann wird wahrscheinlich da irgendwie die 3 sein. Also irgendeine von denen werden wir mitnehmen. Who knows? Werden wir nicht sehen. Wir müssen den Richtungswender wieder auf rückwärts schalten. Und dann fahren wir wieder über die eine Weiche da drüben. Setzen dann wieder quasi vor. Neben dann diese 1, 2, 3, 4, 5 beladenen Stahlwagen mit. Stellen dann einen Zug zusammen. Dann müssen wir jetzt wieder hier halten, um wieder anzufahren. Anstatt es in einem Rutsch zu machen und das als ein Ort überfahren zu nehmen, aber gut. Ist halt vor allem zu nah. Ich weiß gar nicht, wie es im Fahrplanmodus ist. Im Fahrplanmodus bin ich noch nie. Eine Rangierfahrt habe ich noch nie Rangierfahrt gefahren. Möglichst nah am weichen Hebel. Damit wir diesmal nicht allzu weit laufen müssen. Müsste ja passen. Wunderbar. Dann legen wir diesen weichen Hebel um. Und der passt sogar schon, ist das richtig? Der passt schon, wunderbar. Dann können wir wieder einsteigen. Jetzt muss ich wieder hin, Richtungswende auf vorwärts. Bremse lösen. Bis der Bremsdruck abgebaut hat, sich abgebaut hat und dann fahren wir los. Halten vor den Stahlwagen, vor dem beladenen Stahlwagen und koppeln dann an. Jetzt fällt mir gerade auf,
keine Rangierfahrt fahren würden, sondern auch wirklich auf der Strecke fahren würden, dann säßen wir, glaube ich, falsch. Ne? Dann müssen wir eigentlich links setzen, oder? Oh, nee, rechts, oder? Ich glaube doch, ja, dann müsste eigentlich rechts setzen. Links setzen, meine ich. Oh Gott. Ah, ein bisschen zu weit. Brauchen wir nicht ganz 500 Punkte. Oh, doch. Kuppeln Sie jetzt an diese Waggons an. Fahren Sie, bis die Lokomotive die Wagen berührt, klettern Sie dann runter und verbinden Sie die Kupplungen manuell miteinander. Dasselbe spielen Sie gerade eben auch. Nur, dass diese diesmal erst beladen sind. Dann rollen wir mal langsam hin. Laden. Sind so sehr nah dran. Dann gucken wir mal alles manuell an. Und dann in Richtung ist wieder rückwärts. Dann wollen wir jetzt wieder hier zurückfahren. Dann fahren wir hier entlang, halten dann ganz am Ende hier hinten. Um dann die Weiche wieder umzustellen. Wunderbar. Noch haben wir freie Bahn. Dann lösen wir die Zugbremse. Warten, bis der Bremsdruck weiter runtergegangen ist. Runtergegangen ist. Und dann geben wir mal Schub. Haben wir es auch ein bisschen mehr zu ziehen, ist ja klar, ist ja beladen. Das Ganze sind jetzt 802 Tonnen. Gesamtgewicht, glaube ich, müsste das hier sein. So, bei Rangierfahrten muss ich mich dran vom Bus von uns erinnern, dass wir halt. Wenn das halt wirklich das Ganze gespannt ist, dass wir halt vorher gucken, wenn wir leer sind und nichts ziehen, wie viel damit wir halt gucken können, wie viel Gewicht ungefähr gerade die Ladung selbst hat. Ne? Da kann man da gucken, wenn man was Leeres fährt, sowieso wie jetzt gerade in diesem Fall hätte man das machen können. Einfach so aus Interesse halber. Also die Führerstandsberechnung anhatten. Füllen wir jetzt das auf. Läuft. Gut zu wissen, für die anderen. Aber auch echt was zu ziehen jetzt. Echt was zu ziehen. Aber so voll beladen. Voll beladen ist relativ. Aber dann haben wir mal das Hand wieder an. Beschleunigen wir mal wieder ein bisschen. Aufzubauen. Dann wackeln hat es gut zu kämpfen. Jetzt gerade ist auch. Wir haben auch eine höhere den Leistungsregler auch höher geschaltet als sonst. Als zuvor.
Also ein bisschen mehr zu ziehen haben, damit wir auch für 10 Miles per Hour kommen. Was ist mein Hintergedanke? Leistung sollte man aber trotzdem noch beibehalten. Beibehalten. Damit wir die Geschwindigkeit beibehalten. Muss ich noch den richtigen Punkt finden, wie viel Leistung wir geben können, damit wir das Tempo ungefähr halten. Ein bisschen Leistung rausnehmen. Muss ein bisschen ausrollen lassen. Damit wir dann gleich ganz gut die halten können und nicht allzu weit voraus, allzu weit wegfahren, damit wir wieder nicht 300 Meter laufen müssen. Gestern haben wir ein bisschen mehr Gewicht jetzt hinten dran. Plus 500 Punkte, wunderbar. Jetzt wollen wir auf Nummer 3 halten, sprich wir müssen diese Weiche ändern und wir müssen die dahinter ändern. Also wir müssen die erste gar nicht ändern, interessanterweise. Wir müssen aber zwei Weichen ändern. 3 Weichen, 4 Weichen, 5 Weichen. Oh. Gott, oh Gott. Machen wir das mal. Es wird ein weiter Weg. Das steht fest. Zumindest für mich wird es ein weiter Weg. Für euch. Für euch nicht, weil ich es rausschneide. So, Weiche Nummer 1. Weiche Nummer 2. Weiche Nummer 3. Weiche Nummer 4. Weiche Nummer 5. Und Weiche Nummer 6. Dann wollen wir mal zurück zum Zug, der irgendwo da hinten versteckt ist. Steigen wir mal wieder ein. Setzen uns hin, Richtungswende auf vorwärts. Alles umgestellt, dann können wir die Bremsen wieder anlegen.
ein bisschen Leistung, um dann dort bei Lecken bei Nummer 3 den Rennengleis zu halten. Sind da wieder am Schieben und nicht am Ziehen. Sollen dort anhalten. Wo sollen wir anhalten? Wir sollen dort anhalten. Okay, das heißt, wir stellen das einfach nur hier ab, alles klar. Okay. Drücken wir mal das Ganze ein bisschen schneller aufs Nebengleis. Aber halt nicht so schnell, dass wir nicht nicht jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten, aber ein bisschen schneller, dass wir auf Geschwindigkeit kommen. Noch einiges machen müssen, ne? Ich meine, wenn wir wirklich bei was 8000 und da, ich glaube, ja, das waren fast 9000 Punkte, die wir brauchen, oder? Im richtigen Sinne. Haben wir ja gerade mal die Hälfte. Da waren das 6850 Punkte, das kann natürlich auch sein. Da haben wir immer noch ein bisschen was zu tun. Ein bisschen was rangieren. Ich habe auch deswegen nichts mit dem Licht mitbekommen, weil es einfach so unbeleuchtend war aus dieser Perspektive. Und weil wenn man rückwärts fährt, man das eher merkt. Ich frage mich ja, wo wir halt wirklich halten sollen. Eigentlich müssen wir prinzipiell, um eine gute Punktzahl zu bekommen, eigentlich mit der Lok dort halten. Allerdings, also an dem Haltepunkt. Allerdings sieht es für mich so aus, als ob diese verdammte nervige Haltetafel wieder aktiviert ist, obwohl ich sie nie aktiviert habe. Man jetzt auch gerade drin sehen konnte, dass es eigentlich der hintere Waggon ist, der gemeint war, aber gut. Wir werden nicht drüber über die Weiche rüber rasseln, halten wir mal schnell fixiert. 55 Punkte haben wir nur bekommen. Wir hätten mehr Punkte bekommen, wenn wir weiter nach hinten gefahren wären. Aber dann wären wir hier über die Weiche gewesen. Belastend alles hier. Irgendwie komisch. Irgendwie komisch das Ganze, finde ich. Daneben befinden sich ein Stahlwagenverband mit Spulen. Rangieren Sie zu den abgelegenen Nebengleisen und kuppeln Sie ans Ende des gerade ankommenden Zuges an. Sondern dorthin, okay.
Dann, ai. Selbes Spiel wie immer, jetzt wieder rückwärts. Wir sind jetzt hier, heißt, nach der ersten Weiche halten wir. Richtungswende rückwärts, Bremse lösen. Und wir geben wieder Schub. Bzw. Leistung. Da sind alle irgendwie Number 3 Raster Nebengleis hier, ne? Das ist ja interessant. So weit fahren, dass wir die Weiche umstellen können. Aber einen Weichenhebel. Kommt eigentlich auf der Weiche anfangen zu bremsen, würde ich sagen. Und zwar da wir beim Weichenhebel sind. Das müsste ja passen. Dann stellen wir diese Weiche um, die andere müssen wir glaube ich auch nochmal umstellen, oder? Die dürfte richtig sein und die hintere kann ich nicht ganz sehen. Das ist natürlich nicht richtig, heißt wir wechseln auch nochmal diese hier nach links und steigen wieder ein. Lösen wir die Bremse. Und fahren aus Versehen in die falsche Richtung, weil ich vergessen habe, was wir vorwärts fahren wollen. Belastend. Nächste Weiche ist unsere, dann kommen wir wieder auf das richtige Nebengleis. Machen wir hier beim Rangierfahrten den Spaß mit und machen das wirklich manuell, auch mit den Weichen umstellen. Haben wir 500 Punkte bekommen. Kuppeln Sie jetzt an diese Waggons an, wieder dieses Waggons, ne? Kuppeln Sie jetzt an diese Waggons an, fahren Sie bis zur Lokomotive die Waggonsbrücke, klettern Sie dann runter und verbinden Sie die Kupplung manuell miteinander. Same procedure as last time. Kuppeln wir die beladenen Stahlwagen an mit Stahlspulen. Perfekt. Dann kuppeln wir an die anderen an, okay. Okay, I see. Sprich, wir fahren jetzt wieder rückwärts.
Wir müssen über diese Weiche, über die zweite Weiche, über die dritte Weiche, über die vierte Weiche. Und dann müssen wir halten. Und wieder Escape gedrückt. Ich bin ein Genie. Lösen wir die Bremsen wieder, den Bremsdruck. Beschleunigen. War nach der vierten Weiche, ne? Ja. Jetzt Ziel nicht vergessen. Aber eigentlich können wir einfach das Gleis verfolgen, wo wir aufwollen. Das reicht ja schon. Wie viele Wagen haben wir denn überhaupt? 7 Stück mit uns. Ich muss sagen, eine andere Kurve. Passt sogar. Haben wir so einen Erdhaufen hier als Brems- oder als Haltepunkt angepeilt. Schauen wir nochmal kurz nach, welche Gleise wir ändern müssen. Welche Weichen meine ich? Eine. Dann wollen wir genau diese Weiche umändern. Und dann wieder rein in die gute Stube und dann fahren wir wieder vorwärts. Hinauf. Hinsetzen. Richtungswende auf. War noch eine Leistung drin, rechnen wir auf vorwärts. Dann können wir eine Leistung geben. Und jetzt müssen wir halt wirklich das so hinbekommen, dass wir wahrscheinlich mit dem hinteren, mit dem ersten Wirkung anhalten, oder? Weil alles andere ergibt halt keinen Sinn. Wir bekommen zwar keine Punkte dafür, weil der Haltepunkt halt quasi für die Lok ist und nicht für den Waggon, aber gut. Halt, wie es ist, ne? Wenn wir keine volle Punktzahl bekommen, müsste da nicht schon die Weiche sein. Au. Ich war etwas verwundert für einen kurzen Zeitpunkt. Versuchen wir mal von hier aus den Haltepunkt gut zu treffen. Wer ist es, der Haltepunkt, wer ist für die Ballons hinten bestimmt, aber... Punktemäßig für uns nicht optimal.
Von unserer Länge her geht das halt nicht anders. Also docken wir da hinten schon an. Aber genau was mache ich? Ich halte nicht mit dem hinteren Wanken. Ich dock einfach hinten an. An die anderen Wagen. Weil das werden wir sowieso im Endeffekt machen. Aber dann sind wir zumindest schon mal so möglichst nah am Haltepunkt. Das sind 81 Punkte. Sind wir hinten dran? Nicht ganz. Na, aus dieser Perspektive. Wieder nicht weit genug, nah dran, nah genug dran. Jetzt aber, dann steigen wir mal auskoppeln an. Brauchen noch mal ein paar Pünktchen, dann sollten wir eventuell sogar schon eine Koppelmedaille haben mit. 250 Punkte bekommen, jetzt sind wir bei 6871 Punkten, dann sollen wir nochmal alle Wagen abkuppeln, die Stahlwagen, und wahrscheinlich nochmal irgendwo anders hinfahren, um das Ganze zu beenden und den Kollegen nicht im Weg zu stehen. Ah, dann koppeln wir mal hier auch ab. Das scheint erstmal alles zu sein. Bringen Sie die Class 08 zurück zu den Lecken bei Nebengleisen. As predicted. Ihr Fortschritt 7300. Haben wir jetzt. Wir fahren hier zurück. Sollen dort halten und dann fahren wir hier wieder zu den Nebengleisen. Und ich habe wieder Escape gedrückt. Lösen wir die Bremsen, gehen in den Rückwärtsgang. Und geben Leistung und halten dann gleich in der Weiche. Ist schon ein anstrengendes Ding, ne? Also hin und her und her und hin. Aber Abwechslung muss auch sein, ne? Man muss ja nicht immer nur straight geradeaus zu fahren und ab und zu mal zu halten, ist ja auch langweilig auf Dauer. Und daher sind solche Szenarien eigentlich immer eine gelungene Abwechslung, auch so wie wenn man durch die Waschstraße fährt oder whatever. Um einfach mal was anderes zu sehen. Ich bin gespannt, wie das dann, wie solche Szenarien aussehen, wenn wir dann nicht halt im Szenario, sondern quasi das Ganze in Form von einem Fahrplanmodus haben.
100 Yards noch. Und dann sind wir auch gleich dort und können das Szenario abschließen. Halten wir mal. Dann müssen wir noch ein paar Weichen umstellen. Scheinbar brauchen wir 8000 Punkte. Sollte eine reichen. Eine Weiche sollte reichen. Und die am Ende machen wir einfach so. Das muss wieder hin. Rechnungswender mal wieder auf Vorwärtsbremsen lösen. Warte, bis der Bremsdruck komplett weg ist. Jetzt haben wir noch 900 Yards bis zum Ziel. So gesehen. Oha. Nicht, aber gut. Schauen wir mal wieder ein bisschen. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir im Endeffekt haben werden gleich. Auch ein interessantes Beispiel, wie ich finde. Ob wir wirklich die Goldmedaille bekommen oder nicht, werden wir dann gleich sehen. Ich weiß es halt nicht mehr ganz genau, wie viel die Punktzahl denn jetzt war, welche wir erreichen müssen. Yards noch. Wir haben ein weiteres Szenario abgeschlossen. Das erste für die Class 08 der British Railway. Bisschen zu schnell. Bisschen sehr zu schnell.
bereiten wir uns mal aufs Halten vor. So, das Ding durch den Prellbock durch. Ernsthaft? Jetzt aber mal 500 Punkte oben drauf. Zugbremse auf volle Leistung. Richtungswender auf aus. Hauptgriffschalter aus. Okay, wir sollen jetzt nichts mehr dingsen. Dann steigen wir aus und beenden das Ganze. Machen wir natürlich auch die Tür wieder zu. Und beenden die Schicht. Achievement unlocked TVL Raking the Yard. Wir haben eine Gottmeldung bekommen. Wir sind in der Class 08 auf Level 4 hoch, auf der T-Swelline auf Level 7 hoch. Wir haben es insgesamt 370.500 Punkte. Boah, 370.500 Punkte. Insgesamt haben 8.726 Punkte bekommen und eine Goldmedaille. Und das nächste Szenario hier auf der T-Swelline werden wir dann haben in der wieder in der Class 08. 3 werden 2. Ein Dieseltriebwagen kam mit Defekt an. Rangieren Sie den ausgefallenen Wagen zum Reparaturdienst und schicken Sie ihn zurück auf die Gleise. Auch wieder eine Rangierfahrt, also so gesehen. Das erwartet uns dann als nächstes hier auf der Tease Valley Line. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Video wieder hier in Trains in World 2.